Servus Leute und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi Superstar Saga. Im letzten Part sind wir in Lachdorf angekommen und haben dort gesehen, wie Krankfried so Steine uns im Weg gestellt hat, weil er uns verhindern wollte, dass wir denen hinterherkommen. Und jetzt sind wir hier auf so einem Lachberg, weil wir uns Grahanit oder wie das heißt, für die Hämmer holen wollen, damit wir uns diese zwei Hämmer-Typis Hämmer machen. Ja, und jetzt sind wir letztes Mal hier stehen geblieben und dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Warnung, Wirbelwind, nur geeignet für im Wirbelsprung geübte Abenteurer. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir hier noch weiter was erkunden. Hier ist zum Beispiel noch ein Beanie. Die haben wir auch im letzten Part kennengelernt, die sind eigentlich gar nicht mal so stark, ihr seht schon. Die kann man recht leicht besiegen. Und geben 8 Erfahrung, also eigentlich ganz gut. Mit Mario drauf zu springen macht mehr Sinn, weil er stärker ist. Und die da haben wir auch letzten Part schon kennengelernt, diese Knochen-Typis. Die sind eigentlich stärker wie die Beanies, aber wenn man sie natürlich schon so schnell besiegt, dann juckt es keinen mehr. Übrigens seht ihr, ich habe schon die Attacken von den Beanies relativ drauf und lass mich da eigentlich nicht mehr so treffen. Jetzt scheint es so, als ob wir nur noch oben gehen können. Diese Flecken übrigens, diese X-Dinger, die habt ihr vielleicht schon ein oder andere Mal gesehen. Die kriegt man später mal, kann man später herausholen, wenn man so eine Fähigkeit hat, in den Boden irgendwie zu kommen. Wie genau, das werde ich jetzt noch nicht sagen, aber es wird irgendwann mal eine Fähigkeit geben davon. Und ihr seht schon, jetzt können wir hier entlang wirbeln mit mega viel Wirbelkraft. Was gibt's denn hier? Oh, was ist denn das? Hier ist wieder Wasser, aber scheint nicht zu fließen. Lachbergbrunnen, würde schon unser Problem lösen. Aber schauen wir doch erst, was hier abgeht. Naja, ein Fehler für Luigi, würde ich sagen. Und Luigi ist leider der Langsamere, das heißt, es könnte zu Problemen kommen. Ja, er kassiert. Ach komm, machen wir eine Bros-Attacke. Was haben wir sie denn? Und er hält sogar 7 aus. Da würde ich sagen, bei solchen, wo man es nicht genau weiß, dann einfach mit beiden springen, das ist eine recht sichere Taktik. Ist zwar auch ein bisschen noobig, aber ist eine sichere Taktik. Den haben wir locker ausgekontert, obwohl es knapp war. Wow, der Eckert schief los. Aus 16 Erfahrung war es wert. Level up für Mario. Ja, es ist kein überragendes Level, aber okay. Ich würde sagen, Mario, geben wir mal HP. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Soweit ich weiß. Um 3. Also Mario kriegt immer die krassen Level-Ups. Aber Luigi hat bisher immer nur schlechte Level-Ups gekriegt. Keine Ahnung warum. Aber es ist halt Luigi, deswegen ist es typisch für ihn. Aber kann sich ja noch ändern. Boah, 15 Schaden. Nein. Das war ein bisschen dumm. Ach, Mario macht einfach super Schaden. Nein. Ah, wenn sie hinfallen, dann ist es ein bisschen schwerer zu kontern, seht ihr schon. Jetzt kriegt auch Luigi sein 6. Level ab. Hoffentlich kriegt er diesmal bessere Glückswerte. Was könnten wir bei Luigi denn mal erhöhen? Wie wär's mit Geschwindigkeit? Um 1. Oh man. Tut mir sorry, Luigi, das Spiel hat was gegen dich. Aber naja. Er ist trotzdem ein starker Charakter. Und ich mag ihn auch mehr wie Mario. Also, Luigi, brauchst du dich nicht so zu sorgen. Und er ist und bleibt halt einfach der Schusseligere. So, hier haben wir einen Sirup. Aber hier stand doch was. Ach, hier ist der Brunnen. Ja, kein Trinkwasser. Naja. Wir wissen ja, dass Luigi das nicht trinken kann, aber Mario kann es ja trinken. Und Luigi kann ja dann draufspringen und dann Wasser. Und so kann man dann die da löschen. Und was machen die jetzt genau? Ah, die legen diese so Tornados frei. Gut zu wissen, weil jetzt können wir durch diesen Tornado durch. Denke ich. Nämlich hier hoch.
zu einem Speicherpunkt. Nein, was habe ich gemacht? Egal, wir sind gleich wieder rum. Aber wir wollen uns jetzt eh noch das Item hier holen. Ist zwar nur ein Pilz, aber Pilz ist immerhin besser als nichts. Und für Bosskämpfe kann man ja so alles gebrauchen, immer so ein bisschen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, was der Speicherblock hier bringt, weil irgendwie ist das hier so eine Art Sackgasse, wo man nicht viel machen kann. Lachberge Brunnen. Ah gut, obwohl wir können darüber. Geht also doch noch weiter. Hier können wir wieder ein paar Münzen abstauben, ist ganz nett. Fuck, falsche Attacke. Kann ja mal passieren. Was setzen wir das eigentlich noch ein? Hier kommt man auch normal hoch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir was verpasst haben irgendwie. Weil da unten war doch auch schon so ein Brunnenteil. Frau Mare macht schon genug Schaden, oder? Nee, nicht ganz. Dann aber jetzt. Durch Luigi. Der hat jetzt wenigstens gut ausgekontert. Diesen Beanie-Typi. 6 Schaden macht Mario schon. Unglaublich, was für Damage der macht. Und wir haben den Pilz sogar gekriegt. Ah, ich wollte doch drauf springen. Okay, dann nehmen wir jetzt die Brustattacke. Und die Hopsbrüder. 9 Schaden ist ja auch ganz gut. Oh, und ihr seht was. Nämlich hat Mario eine Idee. Und Luigi feiert die Idee voll ab. Und das heißt, wir haben ein Extra-Kommando freigeschalten. Weil da stand ja auch extra. Ja, dieser Gegner wird es jetzt nicht mehr überleben, um ein Beispiel des Extra-Kommandos zu sein. Aber der nächste wird dran glauben. Und wenn wir hier schon Wasser sehen, können wir ja gleich mal den da auch deaktivieren. Oder aktivieren, besser gesagt, dass er halt irgendwo so ein Tornado hinlässt. Nämlich da oben. Mal schauen, ob wir da schon hinkommen. Ja klar, kommen wir da schon hin. Und dann können wir da oben entlang. Ist zwar sehr knapp, aber hat gereicht. Ach so, da brauchen wir gleich den nächsten. Hier können wir jetzt das extra Kommando zeigen. An dem Skeletttyp hier am besten. Ich glaube, es waren die Hobbs-Brüder. Ja. Boah, aber wie ging das jetzt nochmal, das extra Kommando? Das weiß ich gerade nicht. Ah, B oben in der Luft drücken war es nicht. Das muss man herausfinden, das habe ich schon wieder vergessen. Ich meine, es ist ewig her, seit ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Vielleicht können wir es nochmal probieren. Nee, so ging es nicht. Egal, ich werde es mir vielleicht offscreen mal anschauen. Bis dahin lasse ich es, denke ich, bei den normalen Kommandos. Und offscreen werde ich es mir mal reinziehen und dann kann ich euch sagen, euch das richtig zeigen. Ah, Luigi hat jetzt eh keine BP mehr. Und Mario. Ja, machen wir mit Mario, versuchen wir auch das extra Kommando mal zu erreichen. Eigentlich dürfte er auch kurz davor sein. Wir haben es ja auch schon oft geschafft. Aber er hat es noch nicht. Also ich gerade merke, Luigi macht sogar schon 4 Damage. Ist eigentlich ganz gut. Und hier ist das Wasser, okay, das können wir dann rüberbringen. Mario ist richtig langsam dann. Gut, man muss ja bedenken, er schleppt ganz schön viel Wasser in sich mit so. Jetzt können wir oben weitergehen, weil das haben wir ja vorher gesehen, da sind wir gescheitert dran und jetzt dürfte es gehen eigentlich. Ne, nochmal Wasser brauche ich jetzt nicht. Und jetzt sind wir da drüben. Jetzt dürfen wir ja ganz knapp hier rüberkommen. Was löst das aus? Ach so, wir haben doch nichts ausgelassen. Das muss man hierfür aktivieren sozusagen. Und hier kommt man mit Hilfe des Drehsprungs rüber. Kommen wir da hoch mit High Jump? Nee. Hätte ja sein können. Kämpfen wir lieber noch mal ein bisschen weiter. Letzte Attacke, vielleicht schaffen wir jetzt das Extra-Kommando, bevor uns die BP ausgehen.
Nee. Dann hole ich es einfach nach. Oh, nice, ein toller Hit. Ach so, wenn er diesen wenn das so komisch dreht, dann geht's auf Luigi. Und sonst geht's auf Mario. Aber wir müssen allerdings jetzt auf Luigi aufpassen, weil der ist kurz davor zu sterben. Wann haben sie ihr nächstes Level ab eigentlich? Eigentlich die Landkarte. 18. Und ich habe wieder mal die falsche Taste gedrückt. Wow, und der 35. Man merkt schon, Luigi Level viel langsamer. Ah ja, jetzt sind wir hier. Hier ist eine Bohnenstelle, da können wir jetzt natürlich noch nichts machen. Aber wir können jetzt das Wasser da unten, dieses Feuer löschen. Und dadurch den Typi hier rechts freilegen. Oder? Ja. Und dadurch, dass wir da zwei haben, klappt es dann. Da oben irgendwas Tolles? Ja, ich sehe schon zwei Items. Ein One-Up-Pilz ist sehr nice und ein paar Münzen. Ach so, stand auf dem Schilder. Jachberg-Wanderweg. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Weil wieder der Sound plötzlich so geändert hat. Lachberge vor Felsstrahler. Oh, was ist denn das? Hört sich ziemlich spannend an, Felsstrahler. Meinen Sie das Teil dort? Könnte sein. Kommen wir da hoch mit? Nee, ich glaube nicht. Nee, klar, kommen wir da nicht hoch. Ja, schauen wir uns mal das Ding dort gleich an. Würde ich sagen. Ja. Dann lasst uns den mal mit dem reden. Seit den Tagen der Ahad wache ich, der Felsstrahler in diesen Bergen über diesem Pfad. Der Weg zum Gipfel ist steil, nur wer meine Prüfung besteht, mag diesen Weg beschreiten. Seid ihr bereit für die Prüfung? Jo, was macht man denn? Sammelt in 30 Sekunden 10 Ahad-Sphären aus der Luft, aber hütet euch. Denn wenn ihr den Boden berührt, dann habt ihr verloren. Oh, toll, jetzt habe ich jetzt nicht mal richtig eingestellt. Ja, jetzt hatte ich nicht mal richtig eingestellt, sozusagen. Das heißt, wenn ich es jetzt nicht schaffe, bin ich ja eigentlich fast nicht schuld, weil... Ah, wobei, jetzt habe ich gerade Lack. Ziemlich viel Lack, aber jetzt wieder nicht. Warte, wie viele waren es? Ach so, es waren 10, ich habe 30 erst gedacht. Habe ich mich voll verlesen. Sehr gut, euer nächster Gegner. Ben, ich. Hey, was? Was ist los mit dem? Oh, das ist ein neuer Bossfight. Na dann. Und los geht's. Okay. Ah, toll. Ich habe mich jetzt natürlich nicht aufgefrischt. Na, dann wird es Zeit jetzt im Kampf mal. Luigi, hier. Braucht einen Pilz. Okay, geht auf Mario. Zero brauchen wir auch beide für. Sonst kannst du das knicken. Und wir sehen wieder, Luigi ist langsamer wie der Gegner, das ist leider öfters so. Deswegen müssen wir jetzt noch einen Zug überstehen, aber dafür geht es nächste Runde umso mehr ab. Nämlich jetzt. Ops, Brüder, er war hier drunter. Und jetzt schaut er blöd. Aber er geht hier drunter. Genau, man muss es nämlich erst so machen, dass man den Fake-Felsen zerstört. Und dann musste man ihn zerstören, wenn er so blöd schaut, dann, weil er kein Felsen da ist. Jetzt schaut er blöd. Und jetzt können wir nämlich ihn ownen. Volle Kanne mit unseren Platschbrüdern. Und auch mit unseren Hopsbrüdern, wo ich jetzt nicht das extra Kommando riskiere, weil ich gerade nicht weiß, wie es geht. Aber das war doch ganz ansehnlicher Damage, würde ich sagen. Man muss natürlich nicht die Brüderpunkte, also diese Special-Attacken, verschwenden für die Felsen dort, weil das macht ihm ja keinen Schaden. Und wieder reingelegt, würde ich sagen, Freund. Deswegen würde ich sagen, kriegt ihr wieder eine fette Platschbrüder-Attacke rein. Ich finde, diese Moves sehen immer so krass aus, wie sie es schaffen eigentlich. Mario, so zum Beispiel, dass er so in der Luft schwebt und so. Müssen sie richtig viel geübt haben eigentlich.
Und er verkriecht sich wieder. Bisher hat er nichts Großartiges drauf. Es ist ein recht durchschaubares Kampf-Ding. Eine recht durchschaubare Kampfstrategie von ihm. Aber vielleicht überdenkt er sie ja nochmal und macht irgendwas Neues. Sieht bisher aber nicht so aus. Das ist das einzig bisschen gefährliche, wenn er selber schießt. Aber ansonsten sieht er machbar bisher aus. Und da ist er eh schon down. 30 Erfahrungspunkte ist nice. Level Up für Mario. Level 7. Oh, das ist mal ein schönes Level Up. Das sieht geil aus. Und ich würde sagen, wir erhöhen jetzt für Mario mal die BP. Um 2. Ist okay. Und Luigi ist noch nicht dran. Ihr habt die Prüfung bestanden. Nun stellt euch neuen Abenteuern. Okay. Nice. Und er legt hier den Weg für uns frei, dass wir da hochkommen mit unserem High Jump. Aber da unten sind natürlich auch noch Sachen, wo man recht random hinkommt. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Geht es etwa von diesen Plattformen aus? Sieht eigentlich unlogisch aus. Aber sagt niemals nie, nee, geht nicht. Dann muss es nämlich von da gehen. Ich glaube, von hier ist es am nächsten. Ja. Okay, ist zwar nur ein Pilz, aber besser als nichts. Und dementsprechend das gleiche da drüben. Und so kommen wir zu Luigi. Ein Zero. Speichern wir nochmal schnell ab. Weil wir haben ja den Boss da gerade besiegt. Das ist schon nice. Wir haben ihn eigentlich ziemlich gerockt, würde ich sagen. Der hat nicht so viel uns entgegengeboten. Er war recht machtlos schon fast, will man meinen. 2 Stunden 31 Minuten spielen wir jetzt schon. Wusste ich gar nicht, dass das schon so lange ist, jetzt das Selfie. Gut, es kann auch sein, dass es manchmal die Zeit ein bisschen länger ist, weil ich vor der Aufnahme das Spiel schon laufen habe und dann aber noch nichts mache, weil ich die alles bereitstellen muss für die Aufnahme. Und das war Fail. Wow. Das da hinten sieht mir noch einen gefährlichen Dude aus. Nämlich nach so einem aus Mario World. Das Let's Play ich auch zurzeit. Sieht mir noch so ein Dino aus von Mario World aus. Ah, der wird wie in Mario World auch kleiner. Aber die Platschbrüder dürften doch guten Damage machen, ja. 21, was ist los, Alter? Aber jetzt kriegt auch Luigi sein Level 7 mal wieder verzögert. Nicht ganz so gut wie Mario sein Level. Was sollten wir denn bei ihm erhöhen? Ich werfe den Bart, dass er ein bisschen kritische Hits landen kann. Und um 2. Endlich hat Luigi auch mal ein etwas besseres Level abgekriegt. Dass wir das noch erleben, Leute. Ja, Mario dürfte recht schnell kalten Prozess mit denen da hinten machen. Ja, One-Hit. Und Luigi's Hops-Brüder dürften für den da vorne reichen, denke ich. Ja, passt doch perfekt. Ach so, aber je größer die sind, desto schlechter kommen und über die drüber, wenn sie einen angreifen. Naja, das ist dann der Nachteil, würde ich sagen. Aber die haben richtig viel Erfahrung. Okay. Hier ist ein Feuer. Ach so, ich hab verkackt. Wir müssen da nämlich rüber. Nochmal. Kommt er da echt mit dem High Jump hoch? Ah, bleibt doch nicht an der Wand hängen. Ich weiß nicht, ob er da mit dem High Jump hochkommt. Aber müsste er eigentlich. Ja. Und dann muss er hier hoch und dann denke ich mit dem Spin Jump rüber. Hier. Ja. Was können wir denn hier noch entdecken? Ah, ne, da geht's runter. Sollten wir also in Ruhe lassen. Aber hier können wir das. Ja, wobei. Wir können uns ja erstmal hier versuchen, den Itemblock zu holen. Wo ein netter Sirup drin ist. Alter, ich komme so oft mit den Tasten durcheinander. Nein! Ich wollte doch nur so nah am Rand gehen.
So, Mario ist jetzt für das Feuer da zuständig, würde ich sagen. Aber bestimmt müssen wir hier rumgehen. Klar, weil sonst müssten wir da hoch und Mario kann so nicht springen. Und activated. Okay. Er scheint jetzt da oben zu sein. Ja, das sollte ich weniger machen, sondern eher jetzt da rein in diesen Strudel. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Außer mich hier hoch. Ach so, hier geht's eh weiter. Ja, und wie es hier weitergeht, Leute, das sehen wir dann im nächsten Part. Also, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Marin Lydies Superstar Saga. Also, haut rein, Leute. Ciao.